Dieser Zug fährt nach Syrien Hauptbahnhof. Achtung, nächster Station Damaskus und Aleppo. Bitte. Ja. Also. Auf diese Schnur. Ne? Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Estefania. Was? Warum brauchst du so lange? Weil ich meine Zeit brauche. Weil du deine Zeit brauchst, dann steh früh auf, Mann! Was machst du da drin? Was wollt ihr denn jetzt eigentlich werden? YouTuber! YouTuber? Ja, die Mädchen werden sagen, wir sind gut aus. Und zum Schluss bleibt mir nur wie immer mein üblicher Spruch. Denken Sie daran, manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre. Bist du noch Raucher? Leider ja. Und deswegen, jetzt würdest du natürlich sagen, da kannst du Geld abgeben. Oh. Aber ich bin nun mal süchtig. Nein, du hast es nicht drauf. Wirklich nicht. Hey, Junge, Junge, Junge. Du bist ein echtes Opfer. Du bist ein echtes Opfer. Du bist echt eine Flasche, verstehst du? Eine echte Flasche. Du bist einfach ein klassischer Schwätzer. Sonst nichts. Muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Das sage ich dir klar. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich habe keinen Bock. Das langweilt mich. Kauf dir weiter Zigaretten, du Pfeife. Ciao. Immer das hier. Sauerstoff für meine... Wie viel sagen wir an? Hahaha, du Sohn, du hast ja nicht mal eine Nudel gegessen. Da ging es um die scharfen Nudeln, die wir gegessen haben. Hab ich zwar, aber okay. Ist das jetzt eine Beleidigung oder redet ihr untereinander? Für mich ist es keine Beleidigung. Dann bin ich der Sohn einer Hure. Mhm. Dagan ist mein Girl, Dagan ist mein Girl. Seit du mich verlassen hast, fall ich tief. Seitdem geht alles schief, alles schief. So, das ist mein brechendes Herz. Zu welcher literarischen Gattung zählt der Steppenwolf von Hermann Hesse? Basketball. Wenn man ein Rechteck diagonal teilt, erhält man zwei? Sizilien. Philipp, bitte helf mir aus dem Koma raus und dann links. Und dann... Nein. Aus dem Koma raus und dann rechts und dann links. Bis zum... Unten bis zu dieser komischen Stadt durch mit einem kurzen Schnell... Helf mir. Girl, Girl in meinem Audi. Girl, Girl in meinem Audi. Baller die Kurve zu krass. Digga, komm ich um die Kurve, mach Platz. Digga, Girl, Girl in meinem Audi. Girl, Girl. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16. 17, wenn man Mallorca natürlich noch mitzählt, ne? Ist ja klar. Wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? 30 Jahre. Von 1618 bis 1648. Endete mit dem Westfälischen Frieden. Ihr fährt beide eine Stunde lang 90 km/h. Wie weit seid ihr gefahren? Ich würde sagen, das sind 90 Kilometer, die man da gefahren ist. Ich sag auch so, ja. Wer hat Facebook erfunden? Das war der Herr Zuckerberg. Vorname? Mark. Wie lange braucht die Sonne, um die Erde zu kreisen? Die Erde kreist um die Sonne. Wie lange braucht sie? Ja. Wie heißt der Bundespräsident von Deutschland? Steinmeier. Ganz genau, Frank Walter. Wie lautet der Satz des Pythagoras? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Wer hat's entdeckt? Pythagoras. Absolut. Wir müssen gleich noch eins zusammen trinken, würde ich sagen. Doch, du bekommst die Post höchstpersönlich. Oh nee, Alter, das muss jetzt ja gar nicht sein, ne? Scheiße. Alles gut, Leute. Die Kollegen haben mir nur meine Post hochgebracht. Kein Nerv mehr für sowas, deswegen Freund und Helfer wird für sowas gerufen. Gibt's in Stuttgart gutes Sushi? Riecht wie Sushi? Schmeckt aber wie Sushi, ne? Ich bin hier gerade in Hamburg und ich hab echt mies Hunger. Wo kann man denn hier am besten was essen? Rübers und Bratwurst, jetzt was Langes in den Mund schiebe dir! Ich hab noch vergessen, bei der Post mein Paket abzuholen. Hat hier jemand schon mein Silber abgeholt? Ich stehe gerade echt vor einer schwierigen Entscheidung. Ich will was essen und ich weiß nicht, Bäckerei oder doch lieber Fisch.
und schmeckt wie meine Ex-Freundin. Ich bin in Stuttgart und erstmal jetzt in dem Biergarten tatsächlich. Drei Bier für alle, die unter 9 cm eine Hose haben. Wenn ich lüge und ihr mir das glaubt und im Nachhinein schätze ich raus, es ist eine Lüge und ihr glaubt mir das nächste Mal, wenn ich die Wahrheit sage, nicht, ist das für mich schon ein gewonnener Kampf. Denn wenn ich das nächste Mal die Wahrheit sage oder mir die Wahrheit rausrutscht, glaubt ihr wieder, es ist eine Lüge. Deswegen kann ich zum Beispiel jetzt eine Beziehung führen, während ihr denkt, ich führe keine, obwohl ich gesagt habe, ich führe eine, weil ihr mir einfach nicht glaubt, dass ich eine führe. Wenn ich jetzt keine führe, könnte es sein, dass ich eine führe oder eben auch nicht. Ihr versteht, was ich meine, denke ich. Zumindest diejenigen, die halbwegs so viel Verstand haben, dass sie auch ein bisschen mehr als nur schnaufen können. Denn die meisten, die haten, habe ich manchmal das Gefühl, die können gar nicht so schnaufen.